Hallo, ich bin Tayo von den Dulz Tayo Lifehacks und heute bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob es in diesem Video um Lifehacks geht oder um lecker schmecker Rezepte. Ich glaube, das überlasse ich einfach dir. Kennst du das? Du hast unglaublichen Gust auf ein Butterbrot oder möchtest dir eine Scheibe Toast mit Butter beschmieren, aber die Butter kommt frisch aus dem Kühlschrank und ist steinhart. Ach Mensch, habe ich einen Hunger. Ah, Butterbrot. Tja, dagegen habe ich ein paar Hacks für dich. Und los geht's. Hack Nummer 1, ein Messer unter heißes Wasser halten. Tja, und mit Hilfe dieses heißen Messers lässt sich die Butter jetzt ganz einfach durchschneiden. Hack Nummer 2. Eine Müsli-Schüssel in die Mikrowelle geben. Diese heiße Schüssel, auch heiß, wird jetzt hier übergestülpt und nach einer halben Minute lässt sich die Butter auch viel leichter schneiden. Zu guter Letzt komme ich jetzt noch zu meinem Hack Nummer 3. Für diesen Hack braucht man nichts anderes als einen Gemüseschäler. Mit diesem Gemüseschäler schneidet man jetzt einfach solche Butterflocken ab. Tja, und diese Butterflocken, Butterwellen, finde ich, machen sich ganz besonders am Sonntagsfrühstückstisch richtig dekorativ, oder? Kleine Information am Rande, das hier ist keine Lebensmittelverschwendung, denn im Hause Tayo wird heute noch ein Kuchen gebacken. Ich hoffe, es war etwas Nützliches für dich dabei und vielleicht denkst du bei deinem nächsten Butterbrot ja an mich. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr gerne ein Däumchen nach oben und ein Kommentar hier. Ja, und vielleicht magst du mich ja sogar auch abonnieren. Tschüss!